Ihr seht eine Videoserie zu Exponaten aus der Klimaarena Sinsheim. Anna und Nina nehmen euch also mit auf eine Entdeckungsreise. Anna ist 18 Jahre jung und beschäftigt sich mit kreativen Lifestyle-Videos auf TikTok. Nina ist etwas älter, sehr erfahren und doch jung geblieben. Die Ernährungswissenschaftlerin und Museumspädagogin aus Leingarten leitet das 17-köpfige Besucherteam in der Klimaarena. Euch allen viel Spaß mit ihren Botschaften. Wir wissen ja alle, dass sich die Erde ständig erwärmt, aber niemand von uns weiß richtig, wie die Zukunft aussehen wird. Habt ihr denn eine Idee, wie sie aussehen könnte? Ja, wir haben eine Idee, aber es weiß eigentlich keiner, wie die Zukunft aussehen wird. Wir wissen nur, dass es sich auf jeden Fall verändern wird. Die Erde wird sich verändern müssen, wenn wir jetzt weiterhin so viel CO2 ausstoßen. Wir haben eine Idee. Wir haben nämlich hier unser Herzstück der Klimaarena. Das ist unser Gletscher. Da kannst du eine Reise unternehmen in das Jahr 2100. Wie wird unsere Welt aussehen, wenn wir jetzt nichts unternehmen? Wir haben auch gerade Besucher in unserem Gletscher. Möchtest du gerne an der Reise teilnehmen, wenn sie wieder starten wird? Total gerne, ja. Super, gerne. So, und wie fandest du die Reise? Ich fand sie total spannend und interessant, aber auch irgendwie erschütternd. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Welt mal so aussehen soll. Ja, aber deshalb haben wir auch hier die Klimaarena. Hier kann sich jeder einzelne Tipps holen. Was kann er in seinem Leben ändern, dass wir nicht mehr so viel CO2 ausstoßen? Und das ist ja das Ziel. Mhm. Wollen wir uns mal die anderen Bereiche anschauen? Ja, gerne.